Die englische Internatsschule Summerhill feierte vor 2 Jahren ihren 60. Geburtstag. Dies nahm ein Team des Bayerischen Rundfunks zum Anlass, um nachzuforschen, wie es heute dort aussieht. Und in der Tat, es gelang den Kollegen, der Zutritt zu dieser ungewöhnlichen Einrichtung, obwohl seit dem Tode des Gründers A.S. Neal im Jahre 1973 allen anklopfenden Fernsehorganisationen jegliche Aufnahmen verweigert worden waren. Sehen Sie nun, welche Eindrücke Juliane Schuler in Summerhill gewonnen hat und ob das berühmte anti-autoritäre Erziehungsprogramm heute noch gültig ist. Summerhill war in den 60er Jahren das Mekka für Pädagogen auf der Suche nach einer Schule frei von Zwang. Heute ist Summerhill 60 Jahre alt. Ist diese Schule mehr als Erinnerung an vergangene Tage des pädagogischen Aufbruchs? Es war 1921, als der schottische Lehrer Alexander Sutherland Neal die Internatsschule Summerhill nach seinen Ideen einer freiheitlichen Erziehung in Suffolk, England, gründete. Neal gab den Kindern in Summerhill die Möglichkeit der Selbstbestimmung. Anstelle der übergeordneten Autorität der Erwachsenen setzte Neal das Vertrauensverhältnis von Lehrern und Schülern. Neals Prinzipien, die er in seinen Büchern veröffentlichte, fanden weltweite Beachtung. Die Idee der Reformpädagogen, ein Kind ohne Zwang zu erziehen, es selbst über sich bestimmen zu lassen, war wieder lebendig geworden. Neal lieferte dazu nicht nur die Theorie, sondern auch die Erfahrungen aus der langjährigen Praxis in Summerhill. In allen Ländern entstanden Kindergärten und Schulen nach dem Vorbild von Summerhill. Gerade in den Jahren der gesellschaftlichen Veränderungen zwischen 1968 und 1972 sahen viele in Summerhill eine Hoffnung. Die neue freiheitliche Erziehung könnte den Menschen und damit auch die Gesellschaft verändern helfen. Es gab andererseits auch genügend Zweifler und Gegner, die den Begriff freiheitlich mit zügellos gleichsetzten. Neal hat nie an der Richtigkeit seiner pädagogischen Grundsätze gezweifelt. Aus einem der wenigen Interviews, die er gab, hier einige Ausschnitte. Das Interview führte Oliver Hankin von der BBC 1971. Es war das letzte Interview vor Neals Tod 1973. Do you see no virtue in conventional education? I know the headmaster of Eton once said, it doesn't matter what you teach a boy so long as he hates it. And I think that possibly summed up the matter. You see, education is learning. It's from the neck upwards. You take that program, the top of the form, where you've got a lot of walking encyclopedias and everything. By the way, I can only do 10% of the answers. And that's the popular idea of education. But education is deeper than that. Education is living. And the schools don't touch the important part of life, the emotional. They only touch the head, mostly. Do you believe you can ever train a child's emotions? You can't train a child's emotions. You daren't. You shouldn't train a child's emotions. You should only allow them to be free, as we do in Summerhill. We don't indoctrinate children. We don't tell them how to live. We don't give them a religion, a fear, anything else. We don't teach them politics. We don't try to guide them in any way, because the emotions should be completely free. I mean, nobody has any right to deal with a child emotionally in that way. I don't try to train anybody. I believe that if the emotions are free, the intellect will look after itself. So that I have no complaint. In 50 years, I have no complaint about my pupils, my old pupils. I think they've done marvelously well. They're not famous, but they're balanced people. They're charitable people.
And that's more important to me than being MAs and BAs and things like that. I believe in original goodness, and the children I have had who were spoiled by hate and fear and things like that before they came to be under freedom and love became good people. So that it's this belief in the original goodness of people that has kept something going there. That's what's awful thing about the state method of dealing with delinquent children. They're treating with the methods that made them delinquents. Fear, obedience, discipline. And it's the wrong way. The only other way is approval of a child, being on the child's side. A final question. The New Statesman said of you, and I quote, "Your achievement lies in being willing to put into practice your essential trust in children." Is that trust the main thing? It must be. You must trust children. I never despair of any child. People say that child done nothing for 4 years. And I say, wait, wait, wait. And it always comes out in the end. I'm pessimistic about humanity very often, especially when I read about the wars and crimes and drugs and things. But I'm never pessimistic about a child. I always think, well, given time, that child will get something. Unless it's... Yeah. There you are. Neil war 1973 gestorben und seitdem leitet seine Frau Ena die Schule. Ena hält an Neils Prinzipien fest. Das wichtigste Prinzip? In Summerhill ist der Unterrichtsbesuch freiwillig. Mathematikunterricht der dritten Klasse. Heute sind 4 Kinder gekommen. Die anderen 10 Kinder der Klasse beschäftigen sich mit anderen Dingen. Hallo, Summer. In Summerhill gibt es einen festen Stundenplan für jede der 6 Klassen. Unterrichtet wird von 9.30 Uhr bis 13 Uhr und von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Man geht nach dem englischen Lehrplan vor, damit die Schüler die offiziellen Abschlüsse erwerben können. Aber ob ein Schüler davon Gebrauch macht oder nicht, ist seine Sache. Die Schüler, die zum Unterricht gehen, arbeiten intensiv und lassen sich nicht ablenken. Neil war überzeugt, dass alles, was Kinder freiwillig und aus eigenem Antrieb tun, sie auch glücklich macht. How many parts are there all together? 3. And how many of them are shaded in? 1. So that's 1 lot. That's 1 quarter. No, if there's 3, then there's... Die Lehrer haben Geduld und Verständnis für die Kinder. Obwohl staatlich ausgebildet, verzichteten sie auf eine wesentlich bessere Bezahlung und entschieden sich für die Arbeit in Summerhill. In Summerhill leben 70 Schüler zwischen 6 und 16 Jahren. Sie sind in 4 Altersgruppen eingeteilt, die jeweils von einer Hausmutter betreut werden. Die 8-jährige Claire, die wild und schreiend durchs Gelände jagt, gehört zu der Gruppe der Kleinen. Wie geht man mit Kindern wie Claire in Summerhill um? Claire und ihre Freundin Mariah sind in den Zeichensaal gelaufen. Danny, die Zeichenlehrerin, ist selbst früher Schülerin in Summerhill gewesen. Jedes Kind, das zu ihr in den Zeichensaal kommt, hat eine eigene Vorstellung von dem, was es tun möchte. Danny hilft und berät, wenn die Kinder es wollen. Okay, I'll go. Oh no. Claire ist ein schwieriges Kind, das viel Zuwendung braucht. Um ihr Beachtung und Anerkennung zu schenken, wählte man sie für 2 Wochen zur Königin von Summerhill, die respektvoll behandelt werden sollte. Claire, what are you making there? Ah. Got something in here. No. Okay, but I've got my biscuit in there and I'm just making it so that my biscuit doesn't come out.
Claire, I heard from somebody that you were the queen of Summerhill. Is that true? Yeah, okay. It's true, but she's not anymore, ma'am. No, yeah. She said after Saturday, is so it? Where did you become queen? She's not queen anymore, no. Phew, ACDC. Yay. She became queen because she started bullying at times. And then they said in the meeting that on Saturday she wasn't the queen anymore, and then everybody was obeying her orders until Saturday. I don't anymore, so. Yeah, she doesn't do it anymore. You don't do it anymore, Claire? No. Why not? Shut up and stop talking. We're meant to be doing something. Yeah, we're meant to be doing something. Talk to me after. Yeah, after we finish doing all this. Yeah. That's true. Not now. No, I want to get on. Who wants to get on? No. Hey, I bet nobody wants to be on the agenda after all. Es ist Freitag, 14 Uhr. Die Glocke läutet zum Meeting, zur Schulversammlung der wichtigsten Veranstaltung in Summerhill. Einmal in der Woche trifft sich die gesamte Schulgemeinde zum Meeting, um über die Regeln des Zusammenlebens zu diskutieren und Beschlüsse zu fassen. Die 70 Schüler, 8 Lehrer, 4 Hausmütter und Ena Neal haben jeder eine Stimme. Die Selbstverwaltung ist das Zentrum des Schullebens in Summerhill. Ena Neal sagte, dass sie nach all den Jahren immer noch versucht, kein Meeting zu versäumen. Ihr Mann schrieb darüber, Erziehung sollte Kinder hervorbringen, die beides sind, Individualisten und Mitglieder der Gemeinschaft. Und Selbstverwaltung schafft dies ohne Zweifel. Ausgenommen aus der Selbstverwaltung sind feststehende Sicherheits- und Gesundheitsregeln. Alkohol, Nikotin und Drogen sind verboten. Das Meeting wird jeweils von einem Schüler aus der Gruppe der 11- bis 13-Jährigen geleitet, der von seinem Vorgänger ernannt wird. Gleiches gilt für den Sekretär, der die Tagesordnung aufstellt und alle Beschlüsse im dicken Buch festhält. Okay, everybody shut up now. Meeting comes to order. Who wants to be on the agenda? Okay, nobody wants to be there. Mark, Mariah and Claire. Anybody else? Okay, what's on the cinema this week? Is it a no? Can anybody go? Okay, all the favours on Monday. All favours on Thursday. Sorry, it's on Monday. Okay, and you're... Oh yeah, what staff is... Which staff is going to go? I will. Okay, Sue will. Thanks. Any ombudsman cases? No? Okay. Who's first? Claire? I want to pick it up. Me and Noah want to go out for a walk today, and we want to ask someone to take us. What time? After the meeting. Oh, well, it's a law that we're not allowed to go out before 3:30. Okay, at 3:30. Ruth? I'll take you to the wreck if you want. Yeah. Venetia? Yeah. Okay, so you've got Ruth and Venetia. Take you to the wreck, all right? Yeah. 3:30. Yeah. Happy? Okay. Business closed. Any more? No. Okay. Mariah? I wanted to bring up that Claire could go back in class one
Okay, it's a straight vote then. All say that Claire can go back to class one. All again? Well, it's carried. Claire can go back to class one, but that means that you're not allowed to annoy anybody. Or bully anybody, okay? Im weiteren Verlauf des Meetings werden die Aktivitäten zum Trimesterende besprochen. Ein gewähltes Komitee soll dafür verantwortlich sein. Der 11-jährige Mark, der noch nicht lange in Summerhill ist, kämpft für seinen Vorschlag. Er will, dass nur diejenigen in das Komitee gewählt werden können, die ihm noch nie angehörten. Okay, I'm going to take the first. What is it, Mark? What? Yeah? You suppose it means that anyone that has already been on the committee, like in their time in Summerhill, can't go on the committee this term, can't run for the committee. But they can vote. Clegg? Yeah, but that means that no one knows how to put up a superstructure and things, and it's... Yes, sir? Look, you'll change your proposals after you've made them. I'm not changing it, that's what I thought said. It was last term. Mark? Okay, we're going to have to take it again because people misunderstood it. Okay, so what is your proposal then? Well, one or two of the older kids, right, can, you know, sort of... No, it's... superstructure or something. Well, what is your proposal? Is that the people that haven't been on the committee get a chance to go on it this term. They've been all last term or what? No, I mean, you know, no, I've never been on it. Never been on it, okay. I want to say that... people who have never been on a term committee going on it this term. 11. All again. That's dropped. So we've had a discussion. Okay, there's another one that. Ines, what are the aims and the principles of Summerhill today? The same as they've always been over the past 60 years, but certain things have changed superficially because people change. Society's changed over the 60 years, and children are different, staff are different, but we keep to the basic principles all the time. Which are they? Freedom to choose what they want to do, and well, that's mainly the thing, freedom of choice, you know. And how do you treat difficult children? They are little ones, as Claire, as we saw her. She's difficult, probably. She's very difficult. Or Mark is difficult also, in another way, maybe. Well, we just have to treat them with patience and tolerance and love them. Although we do love all the children here, it isn't like parental love. But we can do a lot because they feel that we genuinely do care about them. And it's a matter of time. If you can be patient for about 3 years, then you can see results. But it's been tolerance and patience of the whole community, not only the staff, but children as well, that have brought them to this. Ruth, Venetia, Claire und Mariah auf dem Weg zum Spielplatz im Ort. Ruth und Venetia sind seit vielen Jahren in Summerhill. Auch sie haben die liebevolle Betreuung durch ältere Kinder erlebt. Freiheit heißt für die Kinder in Summerhill, selbst und ohne Zwang über das entscheiden zu können, was sie tun wollen. Sie endet aber auch dort, wo andere darunter leiden. Und Freiheit heißt auch, die Verantwortung für die Gemeinschaft im Auge zu haben. No bombs. What?
No blood! No blood! What was the reason she went to, with her? Because she wants to go on a walk. Yeah, because I remember yesterday when we were in the They wanted to go on a walk and they went downtown, they weren't allowed to. We didn't. Yes, we did. We bloody didn't. And then they asked in the meeting and we said we'd take them here. We said that we're going to go to Africa. We said we're going to sleep on the plane. Geld ist in Summerhill knapp und wird von Ena verwaltet. Die Schule wird ohne staatliche Zuschüsse allein durch die Schulgelder der Eltern getragen. Der Schulbesuch kostet für die jüngeren Schüler umgerechnet etwa 600 D-Mark im Monat, für die älteren etwas mehr. Die Lehrer wohnen und essen in der Schule. Für ihre Arbeit erhalten sie etwa 150 D-Mark in der Woche. An jedem Samstagnachmittag verteilt Ena das Taschengeld. Die kleineren Kinder erhalten 30 Pence, die mittlere Altersgruppe 50 und die älteren 75 Pence in der Woche. Going into town to spend the money. What do you think about that? Don't think anything about it. That's their right to do so if they wish. Why should I think anything about it? They have to behave themselves in town. Are there rules about it? Oh yes, very strict rules about behavior in town. If they behave badly, they're not allowed downtown. What is badly? Rude. You know. Das Vertrauen in die Kinder auch hier. Niemand führt eine Liste über den Erhalt des Geldes. You can never cheat Summerhill kids with money. Pack of crisps, probably. Gibt es eigentlich Regeln oder wie ihr euch im Dorf verhalten müsst? Keine Schimpfwörter im Dorf. Ein 9-Jähriger und ein 10-Jähriger dürfen ins Dorf. Ab 12 Jahren darf man allein ins Dorf. 2 Zwölfer dürfen mit dem Rad ins Dorf oder ein 13er alleine. Und darf noch ein 15er oder 15er und darf ein Elfer ins Dorf mitnehmen am Rad. Wer hat denn diese Regeln eigentlich alle aufgestellt? Wir. Ihr? Die Meeting. Die Kinder. Meeting. Und die Kinder. Meeting. Und warum habt ihr euch diese Regeln aufgestellt? Sicherheit. Halber. Und findet ihr das richtig? Mhm. Und wenn nun einer diese Regeln übertritt? Hm. Der Meeting abgebracht. Und dann? Da sagen sie an, dass er es nicht nochmal machen soll. Und damit hat sich's praktisch. Ist dir das schon mal passiert? Ja, noch nicht. Noch nicht? Schon öfter. Hier? Erzähl mal.
dass ich nach dem Dunkeln, also im Dunkeln ins Dorf gegangen bin, mit jemandem, der mich noch nicht ins Dorf nehmen durfte. Und dann hat mich jemand erwischt und dann hat man mich in der Miete abgebracht. Und wie war das für dich? Peinlich. Straßen im üblichen Sinn gibt es in Summerhill nicht. Beim Meeting erwähnt und verwarnt zu werden, ist oft schon abschreckend genug. Summerhill ist eine fröhliche Schule. Am Nachmittag treffen sich die Kinder in der Halle und spielen miteinander. Ihre Konflikte tragen die Kinder untereinander aus. In schwierigen Fällen gehen sie zum Ombudsmann. Es ist ein von allen gewählter Schüler, der den Streit schlichtet. Er ist auch für Auseinandersetzungen zwischen Lehrern und Schülern zuständig. Zoes Vater ist übers Wochenende gekommen. Wir fragten ihn, warum er Zoe nach Summerhill geschickt hat. Why did you send your daughter to Summerhill? Because we're dissatisfied with the idea of state education. I taught in a state school myself for 3 years and saw what happens in these sort of factories and decided that any child of mine wouldn't go to a state school. And very pleased that she's come here. We miss her a lot. You know, there's a lot of sort of dilemma attached to it. You know, whether she would be better at home having to suffer a state school and yet having more of a family life. It's a question of weighing up the pros and cons, but I think that we've done the right thing. Yeah. And she's happy here now. You know, when she first came, she was homesick. We used to get letters threatening that she would run away and things like that. But you just have to sort of brace yourself. Do you think that your daughter has enough love here? Do you have enough love here, sir? Yes. Yes? Who is loving you? No, but I like it here. Yeah. I'm happy here. Sue ist die Hausmutter der 8 jüngsten Kinder in Summerhill. Die 6- bis 8-Jährigen schlafen in 2 Räumen, je 4 in einem Zimmer. Die älteren Kinder haben Einzelzimmer. Für alle Altersgruppen gibt es festgelegte Schlafenszeiten, über die immer wieder diskutiert wird. Right, okay? Yeah. Right. Yeah. Long ago, in a distant kingdom, in a distant land, lived Tsar Vyacheslav Andronovich. He had 3 sons. It's his name. It's a Russian name. And he was a Tsar, which is the name of an important person. Okay? Tsar Vyacheslav Andronovich. Tsar Vyacheslav Andronovich had a garden so magnificent that there was no finer one in any kingdom. In this garden grew precious trees. One special apple tree was the Tsar's favorite, for it bore only golden apples. A firebird began to visit the garden of the Tsar. Her wings were golden and her eyes were like oriental crystals. Jack, der Werflehrer. Er hat neues Material besorgt. Ah, good. Jack, I'm getting a joy. Die Werkstatt, der Zeichensaal und die Töpferei sind die beliebtesten Arbeitsplätze in Summerhill. Jedes Kind ist in eine andere Arbeit vertieft. Mark arbeitet seit Wochen an einem Kasten für seine Billardstöcke. Die Konstruktion hat er sich selbst überlegt. Er ist oft der Letzte, den Jack geduldig zum Verlassen der Werkstatt auffordert.
George ist 15, er will im Sommer Examen machen und lernt viel. In die Werkstatt kommt er nur noch für kurze Reparaturen. Georges Eltern kannten Nils Bücher und schickten ihn vor 10 Jahren nach Summerhill. Wie hat George die ersten Jahre in Summerhill verbracht? Just playing. In the workshop and art room. Not so much in the art room, actually, in the workshop. Mainly. And playing outside. It's difficult to remember, really, because it's a long time ago. Did you have a good time? I think so. I can't remember exactly, but I think I probably did, yeah. Did you ever go to lessons? Well, it's like class, it's not really lessons. It's not like academic work, you just sort of make things, and it's not like hard work or anything like that. But you told me that the first time you went to lessons you were 11 years old. Yeah, that was sort of academic lessons really, not just playing and sort of plasticine and things like that. And now you're getting out of Summerhill in summer? Yeah. And what are you doing? I'm going to further education, college. And can you do that? Yeah, I think so. How do you mean, exam-wise? Yes. Yeah, well, I'm taking exams next term, which hopefully I'll pass, and then I can get into the college. Mm. I'm working hard now, because it's exam next term. Do you think that the way you learn is very different from the way pupils in the state schools learn? Not really. I suppose in a way because I want to learn and because I don't have to learn, I do learn quicker. The people my age are taking the same levels as me now. What is the difference then between you and the people from the state schools? You know some of them? Yeah, I know a few. I think the only difference is that perhaps they're maybe not quite so mature as the kids here. Yeah. But, no, I mean, there's not much in it, I don't think. And I think that because they've led estate school is very sort of adult orientated, that they listen to the adults and they won't listen to you or to, any of the kids or anything like that. Mm-hmm. I think it's made me a lot very independent. I think because you're away from your parents and you're doing your own thing and you're not being told what to do, so you just do what you want. And it's made you, sort of makes you very independent. George liebt Musik. Er übt mit Barnum und Christian eigene Lieder für Schulveranstaltungen ein. Jederzeit können die Kinder die Lehrer oder Ena besuchen. Mark ist vorgelaufen, um Ena zu fragen, ob sie hereinkommen dürfen. Enas Wohnzimmer ist sehr beliebt. Hier gibt es Spiele, Schallplatten und viele Bücher. Ena, Summerhill is such a peaceful and pleasant place for the children to grow up, and I wonder what happens to them when they come out to an outer world where they do have problems like competitiveness, problems like unemployment maybe. How can they cope with it? Well, the ones that have already gone out of Summerhill have coped quite well. Summerhill is, one of its aims is to
help prepare the children for when they do leave school. They're quite well aware, the older ones, of what the outside world is like, because we discuss it in day-to-day conversations, and they read the papers, listen to radios and things. We are hoping, and we hope that the way we live here helps them to cope with the difficulties. I mean, their difficulties here are small, but they're just the same as the kind of difficulty they're going to meet when they get outside, except that they're magnified a bit, they're grown up. So we're hoping that will give them an insight as to how to behave. The unemployment question is a new one. It is very new, because in the past they haven't had to worry very much as to whether they're going to get a job. There's been more or less enough jobs for qualified people. But now, with all the unemployment there is in England, I just don't know. I can't give an answer to that. They choose jobs that are highly qualified, and they pretty nearly all of them have strong personalities which might carry them a bit, and they all have a lot of confidence which I think will carry them a long way. But whether it will get them jobs, I don't know. Auch Summerhill, isoliert genug durch seine Lage und seine besondere Erziehungsstruktur, muss sich den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen stellen. Listen. Janet fährt mit der dritten Klasse zum Ökologieunterricht ans Meer. Okay, Thomas. See? Who said Sam? Me. Okay. You're way down dropping. Yes, I have to be swayed. Who's doing the sea? I'll watch. Who is? Paul. All right. Yeah, chuck him at him. Paul Holland, Der Ökologieunterricht interessiert die meisten Kinder, denn die Umwelt von Summerhill gibt Anlass zu vielen Fragen. In der nahegelegenen Vogelwarte werden Seevögel von Ölverschmutzungen befreit. Nur 2 Meilen von Summerhill entfernt liegt das Atomkraftwerk Sizewell, dem 2 weitere folgen sollen. Gegen die Atomkraftwerke hat sich eine Bürgerinitiative gebildet. Ena und die Lehrer, von denen einige sich für die Erhaltung der Umwelt einsetzen, möchten aber diese Probleme möglichst von den Kindern fernhalten. Going out, because of that line there. Yeah, but I'm not carrying it. Yeah, go on then. Yeah, have a look. No, what do I do? Nothing yet. 9. Do it, it's coming from the... What do I do now? You got wellies on. Coming from northeast. It's going which way? It's going that way. It's going that way. Southwest. Uh-huh. Is that east? Yeah. And that's? That's west. West. Right, so if it's coming this way, it's coming from the... West. So it's going up there? Uh-huh, up there. So south. Southwest. Okay. Where's the thermometer gone now? Yeah. Huh? Me, Columbus! Me, sail the world! Do you think that coming out of Summerhill, coming out to the outer world, you will have problems? What kind? I don't really know. I hope not. I mean, it's said that kids from Summerhill sort of cope with the so-called outside world better than most kids, but I don't know yet, so it's hard to say. Are you a little bit afraid of it? Not really, I'm not afraid. Just sort of interested, really. Not afraid, I don't think. Is there anything you're afraid of? Not that I can think of, really. That's what he said he's going to do. He's going to talk. Just a second. George und Tim auf dem Weg zum Physikunterricht. Die Kinder, die Examen machen wollen, werden von ihren Fachlehrern darauf vorbereitet. Die staatlichen Lehrpläne mit ihren Inhalten werden übernommen, ohne Diskussionen. Darin unterscheidet sich Summerhill nicht von anderen Schulen.
Seit 6 Jahren ist Chris Mathematik- und Physiklehrer in Summerhill. Wir fragten ihn nach den Vor- und Nachteilen des Unterrichtens dort. I taught in other schools before I came here and saw enough of what I didn't like in order to lead me to seek out this place. And the other thing is, from a teaching point of view, is that I only have kids coming in here who want to come and do it. And to me, that's such a valuable thing as well, because it means everything we do in here can be exciting and interesting. I spend no time at all telling someone to shut up or someone else to sit down, mm-hmm. as I used to before. Okay. Mm-hmm. I think the contras are not so much educational ones as personal ones. I mean, I'd like now to be thinking about buying a house. I'm 32, and I think it's time I had a home of my own anyway. My mother's getting older, she may need looking after eventually, so I want to now get a job where I can earn some money and just at least be an individual in my own right, rather than just totally give myself to Summerhill. Die Klasse kehrt von ihrer Expedition zurück, aus der Außenwelt in die Geborgenheit der Schule. Die Gemeinschaft von Summerhill, in der jeder sich nach seinen Anlagen entfalten kann, in der jeder Selbstbehauptungswille am Lebensbereich des anderen seine Grenze findet, steht im Gegensatz zu den Gesetzen der Außenwelt, wo der Ellenbogen regiert und Erfolg im Übertrumpfen des anderen besteht. Wird die freie Entwicklung der Kinder in Summerhill sie so motivieren, so selbstbewusst und ausgeglichen machen, dass sie sich in der Außenwelt behaupten können? Wie es Neils Überzeugung war? Ina, do you think there is still a need for Summerhill, or hasn't it proved to be a very good experiment about 60 years, and there is no need for it anymore? As I said, I'm prejudiced in this favor. I think there is a need for it still, not as an experimental school, which it began as an experiment. Over the 60 years, it's been proved that it works, both in all ways, really. And I think that it can still show the educational system that this is the best way for children to be educated. Give them freedom of choice, and it gives them confidence that a lot of people don't have. I think there is a need for Summerhill. Why do you think then does the state school system didn't copy more of Summerhill? Because they're afraid of it. In Summerhill, the staff, Neil, myself, we have no false dignity. We don't want the children to call us sir or miss or whatever they call the teachers in the schools. And they can speak to us as equals, but in state schools they can't do that. There has to be this dignity where the teachers are higher than the pupils. And here we don't have that. We're all on the same level. Mm-hmm. That I think you've found out in the last few days you've been here. Die Hoffnung auf die Veränderung des Menschen durch eine Erziehung ohne Zwang ist in Summerhill nicht aufgegeben. Die Frage nach dem Ende der Hoffnung ist auch die Frage nach der Verwirklichung von Neils Ideen außerhalb von Summerhill. Er selber schrieb, die Zukunft von Summerhill selbst mag von geringer Bedeutung sein. Doch die Zukunft der Summerhill-Idee ist für die Menschheit wichtig. Neue Generation. Fragen geht unser Film nun nach. Können auch alles sehen.
darf man nie verbinden, kann sonst nichts verstehen. Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei, darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei. Ich weiß, dass ich einem Kind also nicht das zumuten möchte, was ich in meiner ersten Schulzeit in Deutschland mitgemacht habe. Gerade klare Menschen wäre ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Frau Flügge, wie würden Sie denn die Situation beschreiben, in der Sie damals die Claudia nach Summerhill geschickt haben, in diese englische Internatsschule? Ja, Claudia hatte hier sehr starke Schulschwierigkeiten von Anfang an. Keiner wusste warum, bis im vierten Schuljahr ein Psychologe herausbekam, dass es also an zu späten erkannten Sehfehler und Linkshändigkeit besonders lag. Die Schule ließ sie völlig ohne Hilfe und da habe ich sie auf Anraten meiner Schwester, die selbst Lehrerin ist, nach Summerhill gebracht. Gegen den Willen eigentlich meines Mannes. Der musste sich also widerwillen fügen. Herr Flügge, Sie wollten damals nicht, dass Claudia nach Summerhill geht. Welche Einwände hatten Sie dagegen? Als erstes hatte ich den Einwand, dass die Entfernung zu groß war. Ich hatte also keine Kontrolle, dass ich eben mal kurz rüberfahren würde, um mal zu sehen, wenn eine Krankheit oder sonstiges auftreten würde. In diesem Fall war der Weg ja nach England sehr weit. Zweite war die anti-autoritäre Schule. Summerhill hatte ja den Namen an die autoritäre Schule und unter anderem die autoritär verstehen wir eben, dass die Kinder so erzogen werden, dass sie sich nicht mehr von Erwachsenen hereinreden lassen. Und deswegen war ich gegen diese Schule. Es war 1921, in der Zeit der Reformpädagogik, als der schottische Lehrer Alexander Sutherland Neill die Schule Summerhill nach seinen Ideen von einer freiheitlichen Erziehung gründete. Summerhill, 1,5 Stunden von London entfernt in Suffolk gelegen, wurde weltweit zum Inbegriff für eine Pädagogik frei von Zwang. Der Neill gab den Kindern in Summerhill die Möglichkeit, über sich selbst zu bestimmen. Der Unterrichtsbesuch war deshalb freiwillig. Nicht lernen, sondern Kreativität und emotionale Stabilität war für Neill wichtig. Anstelle der übergeordneten Autorität der Erwachsenen setzte Neill das Vertrauensverhältnis von Lehrern und Schülern. In der Sicherheit der Gemeinschaft und der Zuneigung der Erwachsenen konnten die Kinder in Summerhill angstfrei aufwachsen. Die Freiheit des einzelnen Kindes stand an erster Stelle. Sie hörte aber dort auf, wo andere beeinträchtigt wurden. Anti-autoritär im Sinn von zügellos ging es in Summerhill nie zu. Genaue Regeln, über die alle demokratisch abstimmten, definierten das Zusammenleben von Schülern, Lehrern und Hausmüttern. Neill fand in der Praxis von Summerhill seine pädagogischen Grundsätze bestätigt. Seit Neills Tod 1973 leitet seine Frau Ena die Schule in seinem Sinn. Aus dem letzten Fernsehinterview, das Neill Oliver Hankin gab, hier einige Ausschnitte. Neill, sehen Sie in der herkömmlichen Erziehung gar keinen Wert? Ich weiß, dass der Direktor von Eton mal sagte, es ist gleichgültig, was Sie einem Schüler beibringen. Hauptsache, er hasst es. Und das trifft den Kern. Sehen Sie, Erziehung heißt für Sie Lernen vom Kopf her. Da ist zum Beispiel dieses Programm Top of the Form, für das man ein wandelndes Lexikon sein muss. Ich kann davon übrigens nur 10% beantworten. Und das ist die gängige Vorstellung von Erziehung. Aber Erziehung ist mehr als das. Erziehung ist Leben. Die Schulen berühren einen wichtigen Teil des Lebens nicht, die Gefühle. Dort zählt hauptsächlich der Kopf. Meinen Sie, die Gefühle eines Kindes einüben zu können?
Nein, das dürfen Sie auch nicht wagen. Sie sollten ihm nur erlauben, frei zu sein, so wie wir es in Summerhill tun. Wir indoktrinieren die Kinder nicht, wir sagen ihnen nicht, wie sie leben sollen. Wir haben keine Religion der Angst oder irgendetwas anderes. Wir bringen ihnen keine Politik bei und versuchen nicht, sie in irgendeiner Weise zu beeinflussen, weil die Gefühle ganz frei sein sollen. Niemand hat das Recht, ein Kind emotional zu beeinflussen. Ich glaube, wenn die Gefühle sich frei entwickeln können, dann entwickelt sich auch der Verstand. In den 50 Jahren konnte ich über meine früheren Schüler nie klagen. Ich finde, sie haben sich sehr gut gemacht. Sie sind keine berühmten Leute, aber ausgeglichen und nächstenliebend. Und das ist wichtiger als der Erwerb von akademischen Abschlüssen. Die Fachschule für Sozialpädagogik in Hamburg, ein ehemaliges Krankenhaus. Hier studiert Claudia, inzwischen fast 20 Jahre alt, seit 5 Semestern. Sie möchte Erzieherin werden, mit Kindern arbeiten. Kurz vor ihrem 10. Geburtstag im Sommer 1972 war Claudia nach Summerhill gekommen. Fast 7 Jahre hat sie dort verbracht. Als sie mit ihrem englischen Schulabschluss zurückkam, wurde dieser in Hamburg als mittlere Reife anerkannt. Und sie konnte sich auf dieser Fachschule einschreiben. Claudia, wie war für dich die erste Zeit, als du von Summerhill hierher zurückgekommen bist? Ja, also erstmal, als ich in Summerhill noch war, hatte ich mich erstmal unwahrscheinlich darauf gefreut, so in die Außenwelt wieder zu kommen. Ne? Und ich war unwahrscheinlich neugierig, hatte mir auch so einige Vorstellungen gemacht. Und ich bin, glaube ich, eigentlich, ja, so auf die Umwelt mit so einem mehr positiven Eindruck ausgegangen, als er in Wirklichkeit war. Zum Beispiel, was jetzt Freizeit betrifft, wenn man in Diskotheken geht, abends weggeht oder so, was das betrifft, hätte ich immer gedacht, dass sämtliche Diskotheken so eine Art Fetenveranstaltungen so am Wochenende sind, ne? Wo die Leute, auch wenn sie sich nicht kennen, aufeinander eingehen, versuchen, Kontakt miteinander zu bekommen. Auch irgendwie, dass sie so feiern wollen oder sowas, hatte ich gedacht. Und ich merkte aber bald, dass das überhaupt nicht der Fall war und dass die eigentlich, ja, ich war unwahrscheinlich erschrocken, als ich, glaube ich, das erste Mal in Hamburg in die Diskothek ging, weil die da alle rumsaßen und alle unwahrscheinlich lange Gesichter so zogen, ne? Und auch keiner irgendwie mit dem anderen sprechen wollte oder das sehr selten war. Auch wenn sie tanzten, war das nicht so, dass sie fröhlich tanzten, so wie das vielleicht im Summerhill gewöhnt war, sondern dass sie ja so sich mehr austoben, sich irgendwie so ein Gefühl hatte ich, dass sie sich befreien wollten von irgendeiner Sache. Was war denn noch so für dich hier besonderes Erlebnis im Vergleich Summerhill hierher zurückkommend? Ja, also eine andere Sache war noch diese, dass in Summerhill eigentlich so ein bisschen getan wurde häufig, als wenn Politik gar nicht so richtig existiert. Und auch Summerhill versucht ja nicht in eine bestimmte politische Richtung zu erziehen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder schlecht. Ich glaube nur, dass wenn man rauskommt aus Summerhill, dass man darauf nicht vorbereitet ist, was so abläuft. Man denkt sich eigentlich vieles, ja, das läuft eigentlich alles ganz geordnet ab, so vielleicht auch ähnlich wie in Summerhill, ne? Und ich meine, irgendwo wird da ja auch Politik praktiziert durch die Demokratie, die da herrscht. Und von daher hat man eben dieselben Eindrücke und glaubt, dass es auch so ähnlich wäre. Ich dachte zum Beispiel, dass es Dinge gäbe wie Volksabstimmungen und sowas. Ich war mir aber auch nie so bewusst dessen geworden. Ich hätte das eigentlich so ganz normal vorausgesetzt. Und als dann damals die Sache auch mit Gorleben passierte, dass die Polizei die Leute von der Straße wegtrug, da war ich unwahrscheinlich erschrocken. Ich dachte, das könnte doch eigentlich auch so gehen, dass man Briefe schreibt, ne? Also heute weiß ich, dass es nicht so geht und heute tue ich auch Dinge, die ich damals bestimmt abgelehnt hätte. Ja, weil ich mich dessen einfach gezwungen auch fühle, um zu versuchen, irgendwie auch demokratisch leben zu können, ne? Claudia, du hast dich in Summerhill verändert, ziemlich verändert, oder? Ja, ich glaube schon. Was ist mit dir passiert in Summerhill?
Die erste Zeit war ich sehr schüchtern, das erinnere ich noch, ich habe nicht so viel gesagt. Ich habe mich eher zurückgehalten, auch wenn mir vielleicht nicht mal was nicht passte oder so. Dann habe ich das nicht so sehr gesagt. Und teilweise habe ich mich auch etwas allein gelassen gefühlt, weil ich gar nicht wusste, so wie der Tagesablauf, der so abläuft in Summerhill. Und weil ich das auch alles nicht so richtig mitbekam, zuerst wegen der Sprache. Ich habe dann auch so viel gespielt draußen. Das fand ich auch unwahrscheinlich toll. So, das hat mich, glaube ich, auch so entlastet. Das hat mich entspannt, dass ich nicht mehr an Schule denken musste. Dieser Druck war plötzlich weg. Und auch Leistung, das war einfach alles nicht mehr so da. Ich bin auch in Unterricht gegangen, aber zuerst ganz wenig, ich glaube nur so einmal in der Woche, vielleicht eine Stunde oder so. Und ja, je mehr ich merkte, dass ich eben wichtig bin, ne? Dadurch, dass die Gemeinschaft klein ist, spürt man das einfach irgendwann, dass man wichtig ist, desto mehr kam ich auch aus mir heraus. Und desto mehr wurde ich auch selbstsicherer, mich zu äußern. Und ja, bis es dann auch so weit war, dass ich Verantwortung übernehmen konnte. Verantwortung auch für andere Schüler. Schon vorher über alle möglichen Alternativschulen, Rudolf Steiner und so weiter und so fort informiert. Und die sind aber alle nicht ganz frei von irgendwelchen Dogmen in puncto Weltanschauung oder irgendwelchen Richtungen. Und Summerhill sagte mir da am meisten zu. Außerdem war es eine Kostenfrage. Summerhill hat die niedrigsten Internatskosten. Alles andere war unerschwinglich. Hatten Sie denn keine Bedenken, die Claudia dorthin zu schicken? Ich meine, die Prinzipien von Summerhill, absolute Freiheit, kein Zwang in die Schule zu gehen, freie sexuelle Erziehung sind ja nicht unumstritten. Nein, da hatte ich überhaupt keine Bedenken. Ich hatte lediglich noch Bedenken, sie hier weiter in diesem allgemeinbildenden Schulapparat zu lassen. Das wäre bestimmt schief gegangen. Und ich habe, nachdem ich mich über Summerhill informiert hatte, ja, habe ich gar keine Bedenken gehabt. Würden Sie das heute noch mal genauso machen in einer ähnlichen Situation? Ja, würde ich ganz genauso machen. Ich würde es heute, wenn ich es finanziell könnte, vielleicht sogar schon machen, bevor ein Kind Schulschwierigkeiten hätte. Ich finde, auch die schulische Erziehung in Summerhill, besonders für ältere Kinder, viel besser als die beste, die ich kenne in dieser Hinsicht, viel besser als die hier. Wie beurteilen Sie das von heute? In Summerhill ist sie freier geworden. Frei bedeutet auch in ihren Wesen. Sie war nicht mehr, dass sie in der Ecke stand, sondern sie hatte auch sich an Diskussionen und vor allen Dingen, was sie gelernt hat, dort sich eine eigene Meinung zu bilden und diese Meinung auch zu vertreten. Und das fand ich sehr wichtig, dass sie diese Entwicklung dort durchgemacht hat. Hamburger Hauptbahnhof. Claudia holt Barnum, einen ehemaligen Mitschüler aus Summerhill, vom Zug aus Köln ab. Barnum ist 17, also 2 Jahre jünger als Claudia. Er hat Summerhill vor einem Jahr verlassen und besucht jetzt eine Montessori-Schule bei Köln. Zum ersten Mal kommt er zu Claudia nach Hamburg. Claudia lebt seit ein paar Monaten mit ihrem Freund Michael in einer kleinen Wohnung zusammen. Claudia bekommt Ausbildungsförderung. Michael verdient als Schlosserlehrling im 3. Lehrjahr. Das gemeinsame Geld reicht gerade für Miete und Lebenshaltung. Ebenfalls zu Besuch gekommen ist Mark. Er war 8 Jahre Schüler in Summerhill und geht jetzt auf eine weiterführende Schule in England. Was mich so mal interessieren würde, was hat euch das eigentlich jetzt konkret so fürs Leben jetzt gebracht, dass ihr jetzt auf Summerhill wart und nicht auf einer staatlichen Schule? Was mir Summerhill an sich am meisten gebracht hat, ist das, dass ich mich einfach, dass ich habe da leben gelernt. Ne? Einfach. Vom Feeling her und ich glaube, ich habe da gelernt, was Leben bedeutet, weil man da eben nicht in so einem
in so ein Druckding rangeschmissen wird, weil man eben sich selber aussuchen kann, ob man jetzt in die Klasse geht oder nicht. Ne? Und man lernt da eben auch andere Sachen. Bei Nils Idee geht es darum, dass man sich an sich wohlfühlt, während man lernt. Ne? Und was man in meinen Augen in der deutschen Schule nicht tut, weil man dann nur unter Leistungsdruck steht. Ne? Mhm. So was über, da hat sich mal eine Frau vor ein paar Tagen, hab ich das letzte Mal gesehen, hat sich sehr gut darüber ausgedrückt, was sie davon hält, von dem deutschen Schulsystem. Wenn man morgens aufsteht, geht man zur Schule und in der Schule arbeitet man für die Pause und für den Nachmittag und in der Woche arbeitet man fürs Wochenende und im Jahr arbeitet man, ich meine, im Monat arbeitet man für die Ferien. Ne? Und im Großen und Ganzen arbeitet man dafür, dass man mit der Schule Schluss macht. In Summer ist es eben so, dass man da eben lebt. Ne? Man lebt und lernt zugleich und das ist in meinen Augen ziemlich wichtig. Also ich hatte den Eindruck, als ich in Summer war, dass dort zum Beispiel in Meetings und wie die Schüler da leben, wirklich eine richtige Demokratie stattfindet, also mit den Absprachen und den entscheidenden, wichtigen. Und wie ist das jetzt eigentlich, wenn ihr jetzt aus Summer rauskommt und naja, in eine Demokratie, eben wie wir sie jetzt praktizieren, jetzt in diesem Land eigentlich, von den Politikern. Ja, da ist Demokratie nicht Demokratie, ne? Ja, das war ja, sobald das mal in die Triebmühle Bürokraten gerät, ist das Ding sowieso aus, ne? Ich meine, wie kommt ihr denn damit zurecht jetzt? Also ich bin ziemlich beschissen, was groß die Grenzen abläuft, aber man muss sich damit abfinden. Ja, also ich finde zum Beispiel, da ich eben in der Demokratie gelebt habe, ne, wie Summerhill, und das ist für mich bedeutet auch, ja, mit Menschen besser zurechtzukommen, ne? Also mit Menschen, wenn ich mit Menschen zusammenleben will, dann muss ich auch mich mit ihnen gegenseitig verständigen. Also da muss immer irgendwie so eine Rücksprache laufen zwischen Menschen, um überhaupt eine Beziehung herzustellen. Und von daher ist es für mich jetzt auch wichtig, wenn ich nicht mehr in Summerhill lebe, dass ich immer noch in einer Demokratie lebe, ne? Aber diese Demokratie, die es bei uns in der Bundesrepublik ist, das ist für mich zum Beispiel eine Scheindemokratie. Ne? Und um irgendwie meinen Protest auch ausdrücken zu können, oder ja, viel Gutes gibt es da meistens nicht, leider. Aber um das ausdrücken zu können, ist zum Beispiel sowas wie eine Demonstration oder irgendwie in politischen Bereichen tätig zu werden, ist für mich unwahrscheinlich wichtig. Obwohl das häufig negativ gesehen wird von vielen Leuten. Also ich finde, dass das halt Demokratie ist, ne? Soweit, also es ist die einzige Möglichkeit, um sich noch ausdrücken zu können. Es ist so die letzte Chance, die einem gegeben ist, ne? Europa hatte zweimal Krieg, der dritte wird der letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei, das weiche Wasser bricht den Stein. Die Bombe, die kein Leben schont, Maschinen und Stahlbeton, hat uns zu einem Lied vereint, das weiche Wasser bricht den Stein. Es reißt die schwersten Mauern, nein, und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein. Rüstung sitzt am Tisch der Welt und Kinder, die vor Hunger schreien. Für Waffen fließt das große Geld, das weiche Wasser bricht den Stein. Es reißt die schwersten Mauern ein und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein. Ja, genau. Okay. Erstmal den Vornamen, dann. Ja. Ah, nee, erstmal den Nachnamen. Ja, naja. Ist egal. Ja, ist egal. Denn wenn man gar nichts tut, dann hat man ja noch weniger Hoffnung. Ja, so ist es. Und das deshalb ist, sammeln ja. wir die auch. Ja. Aber das haben auch schon, also über 2 Millionen unterschrieben, ne? Ja, hoffentlich nützt es was, ne? So, bitte. Mhm, okay, schönen Dank. Guten Morgen, was sind Sie? Ich habe keine Zeit. Haben Sie die Krefelder schon, ja?
Claudia, du stellst dich hier Samstagvormittag hin, der Michael liegt noch im Bett. Warum machst du das? Singst hier ein Lied, sammelst Unterschriften? Ist doch ungewöhnlich. Ja, schon, aber weil für mich einfach der Frieden ist eins der wichtigsten Dinge ist, die man also versuchen sollte zu erhalten. Und ich glaube, dass wir so stark von Atombomben und sämtlichen Waffen und Rüstungen bedroht sind, dass wir einfach was dagegen machen müssen. Also dass es für mich einfach wichtig geworden ist, was dagegen zu tun. Und deshalb bin ich auch bereit, also samstagsmorgens mich hier mal hinzustellen. Möchten Sie den Krefelder Appell unterschreiben? Nein, nein, nein. Ich möchte nur in Ruhe gelassen werden. Nein, Sie meinen doch nicht, dass Sie so in Ruhe gelassen werden von den Atomraketen, oder? Möchten Sie den Krefelder Appell unterschreiben? Nee, wir haben noch keine Zeit. Das macht nichts, das geht ganz schnell. Ja. Nein, möchten Sie nicht. Ja, also ihr geht auf Demos und so weiter, ne? Also ich, zum Beispiel mit diesem Atomkraftzeug da, ich kenne mich da nicht genug aus. Und ich lasse mich auch selber beeinflussen, aber ich denke dann immer so, dass einer sagt jetzt mit guten Worten, er ist gegen Atomkraft, sagt warum und schön und gut, ne? Und ein anderer sagt was dagegen. Und ich bin beides, finde ich, richtig. Ich bin also in der Hinsicht neutral eingestellt. Und deshalb gehe ich nicht auf Demos und ich interessiere mich auch nicht so besonders dafür. Warnim, wie ist das jetzt eigentlich so mit anderen Sachen, die dir vielleicht nicht gefallen hier oder wo es eigentlich wert wäre, sich dafür einzusetzen? Bist du auch so in einer neutralen Richtung oder hast du auch schon feste Standpunkte? Ja, also ich beschäftige mich nicht so mit solchen Dingen eigentlich, weder mit Demos und... Ich meine, überhaupt politisch. Ja, ich interessiere mich schon dafür, ne? Also ich lese auch Zeitungen und was ich hier in Summer habe ich das ja nicht getan. Ne? Ich lese Zeitungen und ja, ich interessiere mich also schon dafür, ne? Aber nicht genug. Also ich bin nicht so radikal, um auf Demos zu gehen, ganz egal. Nee, aber ein Ding, was Summer hier mich echt gelehrt hat, das ist irgendwie, das ist ein gutes Stück Neugier für die Welt und eben auch Sachen abzubiegen. Was mir bei den meisten Samarianern aufgefallen ist, ist bei mir auch so, an sich bin ich ziemlich passiv. Also man geht nicht raus, um eine Prügelei zu suchen. Also man ist nicht so gewalttätig eingestellt. Und das kommt, glaube ich, auch zum größten Teil daher, weil man nie unter Druck gesetzt wird. Ne? Also, oder beziehungsweise nicht in dem Maß unter Druck gesetzt wird. Und man ja auch irgendwo so in einer friedlicheren Welt aufgewachsen ist. Ja. Also irgendwie strahlt Samuel ja irgendwas aus, ne? Unwahrscheinlich, eine unwahrscheinlich liebevolle Welt auch, ne? Mhm. Also ich glaube zum Beispiel, dass, ja, dass also für mich das so war, als ich in Samuel war, ja einmal, dass ich gemerkt habe, dass jeder Mensch irgendwo wie was zählt, ne? Dass es also viele Menschen zwar gibt, aber dass jeder irgendwo wichtig ist und das stärkt doch irgendwo das Selbstbewusstsein, ne? Was mir Samuel aufgebracht also, hat, ja, ist... Warte mal. Und dadurch, dass ich das gelernt habe, hat es mir auch ein ganz anderes Verhältnis zu anderen Menschen gegeben, ne? Und ich bin also irgendwo der Meinung, ja, eine fortschrittlichere Schule als Samuel hier, obwohl ich viel Kritik habe an der Schule auch, ne? Gibt es einfach nicht, ne? Und ich glaube, ja, ich glaube, es wird auch erstmal lange keine geben. Und ich finde, dass die anderen Schulen sich ruhig ein Beispiel nehmen sollten, ne? Ja, stimmt. Ja. Samstagnachmittag im Dorf Bohlsen bei Uexen, etwa eine Autostunde von Hamburg entfernt. Für ein Referat über Aussteiger, das Claudia im Soziologieunterricht in ihrer Schule halten soll, will sie hier Interviews machen. Das Thema Aussteigen und Alternativleben beschäftigt Claudia, seit sie von Summerhill zurück ist. Sie ist auf der Suche nach intensiven Lebensformen und informiert sich über neue Möglichkeiten des Zusammenlebens von Menschen. Für ihr Interview hat sie sich eine Gruppe von Leuten ausgesucht, die hier in Bohlsen eine Mühle betreiben und Brot ohne chemische Zusätze backen. Die Gruppe bewohnt das ehemalige Dorfschulhaus. Claudia hat sich telefonisch angemeldet, Michael hat sie in seinem alten VW hingefahren. Die Gruppe besteht aus 9 Erwachsenen.
Sie alle leben mit zwei Kindern in diesem Schulhaus. Claudia will zuerst ihre Fragen stellen, später soll der Betrieb besichtigt werden. Hat mir denn gesagt, ich sollte euch dafür nehmen, dass ihr wohl. Ihr wüsstet da auch nichts weiteres, dass ihr so am geeigneten seid oder so. Ich wollte euch mal gerne fragen, für welche Ziele ihr euch gesetzt habt in Bezug auf die Mühle, euer Zusammenleben? Oder habt ihr schon Ziele erreicht, die ihr erreichen wolltet? Oder was wollt ihr erreichen? Tja, also wir wollen irgendwie gesunde Nahrungsmittel herstellen und einen biologischen Landbau hier in der Gegend unterstützen. Also das ist das eine, ne? Und dann wollen wir zusammen anders arbeiten und anders leben. Wie anders jetzt? Anders arbeiten heißt, oder kann ich so ziehen, was ich hier will, ist irgendwie so ein Ziel, irgendwie friedlich zu leben, ne? Und das heißt dann, einmal im... kann man nur friedlich leben, wenn man solidarisch mit anderen Menschen lebt und also auch solidarisch oder Einklang mit der Natur. Mhm. Und das heißt eben für uns eben weg von dieser Vergewaltigung der Natur durch den gegenwärtigen üblichen Landbau. Mhm. Und das zu unterstützen, dass also wir versuchen auch von uns aus Bauern eine Hilfestellung zu geben, umzustellen, sobald wir das von der Mühle her machen können. Und mit Menschen, das heißt eben, dass wir versuchen hier unter gleichen Bedingungen zu arbeiten, also solidarisch, so quasi so einen Betrieb ohne Chef zu haben. Ja, ne? Und da so einen Umgang eben also auch mal. Wie ist das eigentlich jetzt mit der Bezahlung bei euch? Kommt ihr da ein Gehalt oder läuft das da nach der Qualifikation oder bekommt ihr so einen Einheit? Wir kriegen alle ein gleiches Taschengeld. Ich wollte das nochmal ergänzen, was Wolfram gesagt hat, was so die Strukturen in der Arbeit angeht, dass so Entscheidungen nicht von einem Chef gefällt werden, sondern dass wir die gemeinsam fällen. Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel auch bei dem Geld, was zur Verfügung steht, dass wir eben das gemeinsam so entscheiden. Ne? Also so einen bestimmten Satz an Taschengeld und ansonsten eben Geld für Lebensmittel und Wohnung und so. Ihr Referat über die Aussteiger hat Claudia noch Straßeninterviews gemacht und drei ehemalige Lehrerinnen befragt, die einen Wollladen in Hamburg aufgemacht haben. Ihre Eindrücke und die gesammelten Erfahrungen beschreibt sie im Soziologieunterricht ihrer Klasse am folgenden Montag. Wir hören also heute das Referat über Aussteiger. Claudia, Birgit und Frage haben das übernommen. Und was würden Sie sagen, was würden wir in unserem Verständnis als Aussteiger bezeichnen? Ja, auf jeden Fall jemand, der versucht, von dem Vorgegebenen oder von dem, was er vorgefunden hat hier in der Gesellschaft, davon erstmal wegzukommen. Ob er es kann oder nicht, aber auf jeden Fall der Versuch muss da sein. Und nicht so, wie das teilweise dargestellt würde, so Hobby-Aussteiger. Das heißt, ich mache jetzt ein Vierteljahr einen auf Aussteiger und dann mache ich wieder mit. Und dann mache ich wieder ein halbes Jahr Aussteiger und dann mache ich wieder mit. Das ist irgendwo nicht Sinn der Sache. Das ist nur, sehe ich dahinter, das Motiv, für sich ein schönes Leben zu machen. Ein bisschen weniger zu malochen und alles andere bleibt so, wie es ist. Also Aussteiger, glaube ich, ist hauptsächlich für die Ideologie wegzukommen von den vorgefundenen gesellschaftlichen Bedingungen. Also aussteigen ohne Rückversicherung, ohne Rentenversicherung, um das mal so zu sagen. Im krassesten Falle ja. Also das heißt, eigentlich fängt es damit auch an, zumindest für mich. Waren uns alle hier. Sind heute sehr still. Also die Leute, die wir jetzt interviewt hatten und so, das waren eigentlich alles Leute, die waren schon etwas älter. Also jetzt die Aussteiger, die jetzt tatsächlich sich auch irgendwo eine Lebensgrundlage geschaffen haben. Ne? Das waren Leute, also die eine Ausbildung hatten. Ja, die meisten hatten sogar also schon irgendwie
einen Hochschulabschluss, ne? Wir waren Lehrer und so weiter und so fort. Und so, dass ich glaube, andere Leute, also ein Jugendlicher, der jetzt arbeitslos ist, der kann nicht sagen, ich steige aus. Ne? Ah, ja. Also das glaube ich nicht. Also ich kenne jetzt auch ein Mädchen, die möchte gerne auch irgend sowas machen. Die hat allerdings auch schon ein Abitur, ne? Aber für sie ist es jetzt auch unwahrscheinlich schwierig, daran zu kommen. Also sie müsste auch irgendwie was weitermachen jetzt erstmal. Das würde aber heißen, Claudia, dass Aussteigen eine Art von elitärer Lebensform ist. Sie sagen, jeder ja, kann das nicht machen. Ja, das ist, glaube ich, auch. In der Form zumindest, ja, glaube ich schon. Ich finde, dass wir viel zu weit weg von der Natur, viel zu weit weg von der Natur sind und immer weiter davon weg uns entfernen. Und ich würde viel mehr lieber verbunden sein mit dem Leben, also zu wissen, das, was ich esse, woraus es entstanden ist, ne? Also zum Beispiel eben, dass ich weiß, wenn ich jetzt Wurzeln esse, dass ich weiß, dass sie nicht gespritzt sind, ne? Dass ich weiß, also wie sie gewachsen sind, wie viel Mühe in all diesen Dingen steckt und man nicht einfach nur in den Laden geht und sich diese Dinge kauft. Und für mich ist es einfach wichtig, da drin, wenn man aussteigt, bewusster zu leben, ja, auch bewusster mit anderen zusammenzuleben. Hier hat man einen Haufen Menschen um sich und hat also zu den meisten sehr lockeren Kontakt. Und was das bedeutet, so zu leben, all diese Dinge, die kommen da gar nicht mehr so raus. Welchen Kontakt wünscht du dir denn? Ja, also irgendwie ein engeres Zusammenleben mit anderen Menschen, mit einer Gruppe von Menschen, wo man sich über Probleme also bewusst auseinandersetzt und sie nicht also so einfach nur laufen lässt, ne? Und dann also ja, sie irgendwann mal wieder vergisst. Einmal nachmittags in der Woche arbeitet Claudia auf einem Spielplatz in dem Hamburger Hafenviertel Veddel. Hier spielt sie mit Kindern, deren Väter im Hafen arbeiten. Die meisten von ihnen sind aus türkischen Familien. Sie will versuchen, Asiya da hinten zu kriegen. Asiya, verstehst du? Du musst für Birgir weglaufen, aber immer anfassen. Ja? Und du musst versuchen, dass Birgir hier nicht an dir vorbei kann. Du musst dir versuchen, den Weg zu versperren. Okay, dann verstecken wir uns mal. Claudias Arbeit auf dem Spielplatz gehört zu ihrer Ausbildung. Und sie muss über jeden Nachmittag hier einen schriftlichen Bericht anfertigen. Den Spielplatz und die Spiele, die sie den Kindern vorschlägt, hat sie sich selbst ausgesucht. Was ist mit dir? Nee, du kannst auch springen. Pass mal auf. Wir machen ganz langsam für dich. Tina, stell dich mal mit hinten an. Du kannst das schon. Wir machen ganz langsam für dich. Hm? Du hast das doch schon mal gemacht. So, hast dich mal gesehen dabei. Morgens war das, glaube ich. So, bin mir fast sicher, dass du dabei warst. Stell dich ruhig mal mit hinten an. Wir machen mal ganz langsam. Hm? Zum Ausprobieren. Hoppla. Komm, Tina, komm mit. Komm, wir springen zusammen. Ja, mit mir zusammen? Keine Lust? Oh, komm, bitte. Ich kann das auch nicht, du. Ich kann das auch nicht gut. Komm, wir machen das mal zusammen. Hm? Komm mal mit, Tina. Alle beide. Wir beide probieren das mal ein bisschen zusammen. Das kannst du ja immer noch machen, wenn du was falsch gemacht hast. Na, so. Na, ja, du? Wie geht's? Ich habe lange nicht gesehen, ne? Willst du dich dahinter anstellen? Ja? Aber hinter Tina ruhig. Tina will das auch mal ausprobieren. Ja, wir beide machen das jetzt zusammen. Stell dich da mal hin. So, und jetzt schlaf mal ganz langsam aber erstmal, ne? Und hopp. Nochmal, komm, wir versuchen nochmal. Hopp. Und nochmal. Das klappt schon, Tina, wir schaffen das schon zusammen. Und hopp. Das war zu früh, nochmal. Hopp. Ja.
gut. Toll, siehst du, das ging doch. Na? Ich? Ja, nochmal. Komm. Das geht ja, siehst du, du kannst das doch. Wer sagt, dass du das nicht kannst? Wie? Deine Füße tun immer weh. Dann musst du die andere Schuhe anziehen. So, willst du nochmal allein? Ja, mach nochmal. Gut. Toll. Du musst mehr in die Mitte springen, das ist nicht so hoch, das ist etwas höher. Bist du nicht dran? Gleich. Ja. Claudia, worauf kommst du hier an, wenn du hier arbeitest? Ja, also einmal ist es hier eine Freizeiteinrichtung. Und wichtig ist mir dabei, dass die Kinder, die kommen hierher, um ihre Freizeit zu verbringen, dass sie auch selber entscheiden können, was sie hier machen. Und ja, dass ich sie nicht in irgendwelche Dinge reindränge, die sie machen sollen oder müssen. Und das tun sie ja eh schon genug von der Schule. Also, dass sie ihre Fähigkeiten hier ausprobieren, experimentieren und auch Kinder, die vielleicht irgendwie so an eine Sache noch nicht so gewöhnt sind oder so, dass sie nicht einfach sagen, ich kann das nicht, sondern dass sie das auch einfach mal probieren. Denn häufig so in der Schule oder so, da kriegt man dann immer eine Note und dann weiß man schon Bescheid, was man kann und was nicht. Und ich finde, das sollte hier auch ein bisschen aufarbeitet werden. Ne? Und mir ist es eben wichtig, ich kann nicht mit den Kindern also streng irgendwie umgehen, autoritär umgehen und dann von ihnen erwarten, dass sie miteinander sozial umgehen. Ich versuche also, dass die Kinder auch miteinander irgendwie soziales Umgehen haben, Rücksicht auf andere nehmen, ja, zusammen mit anderen Kindern Dinge besprechen, die sie machen möchten. Ne? Ich wasche dir schon mal die Apfelsinen ab, ne? Kannst du überhaupt mal abwaschen. Hä? Hm? Willst du das auch machen, Marmelade reinmachen? Nee, lass mal lieber. Lieber nicht? Ich habe noch eine Frage, und so würde ich euch fragen, wie gestaltet ihr denn so eure sexuellen Beziehungen? Ist es anders, dadurch, dass du in Samhail warst und eine freie sexuelle Erziehung gehabt hast? Also ich kann das nicht beurteilen, weil ich ja nicht weiß, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht auf Samhail gewesen wäre. Aber, also, so Michael, ja, für ihn, also er meinte so, dass ich unwahrscheinlich offen wäre und frei, als ich ihn zuerst auch kennenlernte, ne? Ja, ihn hat es eigentlich auch gewundert, weil ich eigentlich auf ihn zugegangen bin. Also, dass die Beziehung eigentlich so von mir ausging, ne? Und ja, als wir dann enger befreundet waren, dass das eigentlich so von mir ausgekommen ist, ne? Der erste Anstoß. So. Das hat ihn eigentlich gewundert, weil er das, glaube ich, mir gewöhnt war, dass das vom Jungen auskommt. Und wie hast du das empfunden, Michael? Bisschen überraschend, würde ich sagen. Also, ist man eigentlich gewöhnt, sowas. Michael, du hast ja vielleicht schon andere Freundinnen gehabt. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen den anderen Freundinnen, die du gehabt hast, und der Claudia? Ja, erstmal, dass ich dir Sachen besprechen konnte, also eigentlich konnte ich mit dir alles besprechen, also wenn ich schon vorher so ein bisschen immer den Eindruck hatte, also ein paar Sachen könntest du ja doch nicht erzählen, ne? Denn bei Claudia, also ich weiß nicht, das ergab sich so, dass ich also wirklich da frei über meine Probleme reden konnte, wenn ich welche hatte oder wenn irgendwas anlag oder man wollte sich was erzählen, dann ging das eben einfach. Und eben auch, dass sie zu Sachen, also sie unternahmen mir Sachen, die eigentlich spontane Sachen, wo einfach wohin oder so, das kam einfach so, das waren auch die verrücktesten Dinge eben. Ne? Und das war absolut normal für sie. Das hat mich auch ein bisschen fasziniert. Und sie ist jetzt selbstbewusst und auch eben, ja, so gelassener irgendwie. Ich meine, so auf Feten oder so, das ist ganz fantastisch, wenn da ist immer diese Fetenstimmung, wenn überhaupt keiner tanzt vorne auf der Tanzfläche. Also, bis erst ein paar Leute kommen, dann kommen alle hin. Und für sie ist es absolut normal, wenn sie Lust hat zu tanzen, dann geht sie hin, auch wenn die Tanzfläche absolut frei ist und leer. Und das macht sie eben nicht nur so, dass man die Leute eben sehen, dass sie jetzt da tanzen, sondern irgendwann sie Lust drauf hat. Wo ich dann so selber merke, also da bleibst du auch wieder sitzen, bis da ein paar mehr Leute sind. Und das macht sie einfach eben. Und ich finde, es
sind frei ist ja auch so ein Enthemmler eben. Für eigentlich normale Sachen, die eigentlich natürlich sein sollten, aber die man irgendwie doch so eine kleine Hemmschwelle hat. Diese eben weniger. Und dann, ja, dass sie auch hartnäckig ist, wenn da so Probleme sind, auch hier zu Hause, dann diskutiert sie sie so lange durch, bis sie eben gelöst sind. Also nicht dieses Aufgeschiebe oder so, das macht sie nicht. Und wenn das bis 2 Uhr in die Nacht geht und ich bin unheimlich genervt, dass ich nächsten Morgen um 7 Uhr aufstehen muss, dann sie lässt nicht locker eben, bis das eben durchdiskutiert ist. Das kann ziemlich lange dauern manchmal. Ja, also dieses Lied ist von Bettina Wegner und heißt Kinder. Und ich weiß nicht, ob Bettina Wegner also sehr viel über Summer Hill weiß oder, ja, ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall finde ich, dass dieses Lied unwahrscheinlich auf Summer Hill auch zutrifft. Und der Text, also der gefällt mir auch sehr gut. Kleine Hände, winzig Finger dran, darf man nie drauf schlagen, sie zerbrechen dann. Sind so kleine Füße mit so kleinen Zehen, darf man nie drauf treten, können sie sonst nicht gehen. Sind so kleine Ohren, scharf und ihr erlaubt, darf man nie zerbrüllen, werden davon taub. Sind so kleine Münder, sprechen alles aus, darf man nie verbieten, kommt sonst nicht mehr raus. Klare Augen können auch alles sehen, darf man nie verbinden, können sonst nichts verstehen. Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei, darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei. Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht. Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen, wäre ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat, haben wir schon zu viel. Nochmal? Nein, ich habe Frau und Kinder, lieber nicht dran denken. Auf diese Weise beginnt.